Max Beckmann kommt nach Frankfurt. Und zwar zum zweiten Mal nach 100 Jahren. 2015 jährt sich nämlich die Ankunft Beckmanns in der Mainmetropole. Bis zu seiner Vertreibung durch die Nationalsozialisten 1933 lebte und arbeitete der Künstler 17 Jahre lang in der Stadt. Ich glaube, was ihn tatsächlich wie viele andere auch interessiert oder gar fasziniert war, einerseits gibt es in Frankfurt manchmal so etwas wie einen dörflichen Charakter in manchen Stadtteilen, aber gleichzeitig war auch damals Frankfurt schon nicht so stark wie heute, aber immerhin auch schon eine internationale Stadt mit einem internationalen Publikum, ein Verkehrsknotenpunkt, ein Messezentrum. Und diese Gegensätze haben ihn wahrscheinlich auch fasziniert, weil es das in dieser Form in anderen Städten oft nicht gegeben hat. Das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt hat Max Beckmann nun eine eigene Ausstellung gewidmet. Die Werkschau konzentriert sich auf die Druckgrafiken des Künstlers von 1915 bis 1925. Die Idee zur Ausstellung hatte Rechtsanwalt Jürgen Konzelmann. 47 der 75 Drucke stammen aus seiner Sammlung. Beckmann war aus meiner Sicht einer der einerseits sehr klugen Geister, ein Intellektueller, gleichzeitig ein Handwerker, gleichzeitig ein Mann, der in der damaligen Frankfurter Gesellschaft Einfluss ausübte. Es war eine Frankfurter Gesellschaft, die aufgeklärt war, die liberal war, die seinem Lebensgeist entgegenkam. Er prägte auch ein Stück weit diese Gesellschaft. Das zusammengenommen hat ihn sozusagen in seinen Themen das Welttheater, das hat er aufgenommen und hat es in seiner Kunst verarbeitet. Und insofern fand ich als begeisterter Frankfurter, aber auch als jemand, der diese Kunst als bedeutend einschätzt, hier die Kombination wichtig, dass ich dem Museum diese Idee mal näher brachte, wollen wir nicht den Beckmann mit Frankfurt verknüpfen. Beckmanns Zeichnungen aus der Frankfurter Zeit spiegeln die Härte des Krieges wider. Zahlreiche Selbstporträts zeigt die Ausstellung, aber auch Eindrücke aus der Stadt. Die Motive von Max Beckmann sind aus dem Leben gegriffen. Er ist in der Welt der Zirkusleute, in der Welt des Jahrmarkts. Er ist bei den Elenden und Bedürftigen und er sieht die neuen Götter aus dem Schornstein steigen. Also ein Thema, die Welt und ich oder ich und die Welt. Immer in der Distanz des großen Beobachters. Die Ausstellung im ehemaligen Karmeliterkloster soll Kunstgeschichte und Zeitgeschichte verbinden. Das Thema dieser Ausstellung erschöpft sich nicht nur in den 75 grafischen Arbeiten von Beckmann, sie sind das Zentrum. Aber die Begleitmusik, wie in einem großen Orchester, wird geliefert durch Jörg Gradgeb, den mittelalterlichen Maler, der hier seine Wandmalerei hinterlassen hat, und durch die großartigen Fotos, die an den Fenstern hängen und zeigen, wie Frankfurt war. Es ist eine Ausstellung, die wie ein dreidimensionales Bühnenwerk aufgebaut ist. Bis zum 15. November ist die Ausstellung Max Beckmann kommt nach Frankfurt im Institut für Stadtgeschichte zu sehen.